Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal wieder aus der Reihe Kung Fu Panda 3. So ein Viererpaket. Und heute wollen wir mal schauen, was wir heute drin haben. So. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Weil, wie ihr ja wisst, bin ich ja mit den Dinos ziemlich auf die Nase gefallen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier bei der Hauptserie ist. Die Dinos, das war ja eine Nebenserie. Und da wollen wir jetzt hier mal bei der Hauptserie gucken. So, das erste Ei ist natürlich das Spielzeug. Oh jo. Da haben wir hier eine Figur von Natoons, Cartoons, wie auch immer ihr dazu sagt. Diese Figuren finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So gehört das, glaube ich, hin. Das ist auch eine schöne Serie, die mir sehr gut gefällt. So, dann machen wir Spielzeug Nummer 2 mal auf. Gucken uns das mal an. Das klappert, das muss wieder zusammengebaut werden. Nein, muss nicht. Und zwar ist das aus der Serie Sprinty. Ja, so neue Motorräder sind das. Da gab es ja schon öfters welche. Und das sind hier so unbeklebte. Die sehen so aus. Ziehen dann los. So, und jetzt gucken wir uns die erste Figur der Hauptserie an. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wer da drin ist. Es klappert und es ist... Oh! Meister Tigris. Ja, bei dem ersten hatten wir ja den Action Po und den Lee. Den hatten wir ja drin. Jetzt haben wir schon mal Meister Tigris. Ja, das sind schon mal drei Figuren. Sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Gefällt mir sehr die Figur. Auch schön gezeichnet. Ja. Schade. Gut, machen wir das zweite Ei auf der Hauptserie. Klappert auch wieder. Oh. Ja, und da haben wir Po. Die Hauptfigur von der Serie. Gut, jetzt haben wir schon mal Action Po, Lee, wir haben Po und Meister Tigger.
Das ist doch schon mal, ich sage mal, ja, mehr wert als wie das mit den Drachen. Jetzt haben wir hier schon 4 verschiedene. So, ja, war ein bisschen schwieriger, weil das ist so eine, die muss man erst zusammenbauen. Die hat so einen Gummimechanismus hier drin. Und wenn man die dann, zack, geht die wieder in ihre Ursprungsposition zurück. Also, das ist hier, ja, mit so einem Gummiband federnd eingearbeitet. Gut, wenn er jetzt dran bleibt, seht ihr die 3 Figuren des Motorrads, das zeige ich euch nicht, aber die 3 Figuren seht ihr dann in Nahaufnahme. Also bleibt dran und bis gleich.